Metallgegenstände und Handy in die Box. Okay. Sorry, den zeige ich dir nicht. Soll ich dir eine Zeichnung machen oder checkst du es auch so? Fangen wir an. Wie heißen Sie? Samba. Wie der Tanz. Ich arbeite in der Gastronomie und ich hatte eine Aufenthaltserlaubnis beantragt. Und Sie haben mich eingebuchtet. Solche Wichser. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Schreibe ich das auch auf? Ich gebe dir mal einen guten Rat. Du musst Distanz halten. Das ist total wichtig. Danke, Alice, für alles, was Sie für mich tun. Super, du hältst Abstand. Die Sache mit der Distanz hast du echt kapiert. Klappe. So, heute brauche ich ein Zweierteam zum Fensterputzen auf einer Arbeitsbühne. Wir bleiben bei der klassischen Begrüßung. Küsschen rechts, links. Klassisch? Passt doch. Sie sind schon ziemlich speziell. Ich hatte einen Burnout. Ein was? Ein Burnout. Das rührt mich richtig. Sie sind meine erste Freundin mit Burnout. Das freut mich. Das freut mich, dass Sie das freut. Ja. Mach dir dein Leben wegen einem Mädchen nicht noch komplizierter. Willst du ein Verlierer sein? Sie sind illegal hier und Sie müssen Frankreich unverzüglich verlassen. Samba! Was ist denn? Okay, schmeiß die Täter. Wieso hast du das gemacht? Du hast gesagt, schmeiß! Ich habe Angst, dass ich irgendwann vergesse, wer ich bin. Falls du es irgendwann vergisst, musst du nur deinen Vornamen rufen. Dann glauben die Leute, dass du tanzen willst. So ein Burnout hat auch Nebenwirkungen. Exzesse, Suchtverhalten. Es kann Fressen sein oder Alkohol oder Sex. Und was ist es bei Ihnen? Eindeutig das Sex. Zieh am linken Haken. Oh ja, sehr geil. Was kann das denn?